Schauen Sie mal, ein ganzer Berg der hausgemachten Chips, die leckerer als Chips aus dem Supermarkt sind. Es ist kein Kartoffelpulver mit Wasser, es ist echte Kartoffel. Hallo Freunde, ich heiße Serge und Sie sehen sich Hungrige Mann Kanal an. Heute kochen wir Kartoffelchips. Los geht's! Waschen Sie und schälen 8 Kartoffeln. Dafür braucht man speziellen Schredder. Wenn Sie keinen haben, können Sie Kartoffeln mit dem Messer zuschneiden. Es ist aber kompliziert. Viele Menschen beraten auch einen Kartoffelschäler benutzen, aber nicht wir, sonst bekommen Sie Kohlen. Also wenn Sie Chips zu kochen entschieden haben, lassen Sie sich alles richtig machen. Man kann diese Schredder in jedem großen Supermarkt kaufen. Er ist billig. Achten Sie auf Ihre Finger. Wenn Sie überschüssige Scheiben haben, werfen Sie dann sie in die Schüssel mit dem Wasser. Man kann später Püree kochen. So, geben Sie zukünftige Chips in andere Schüssel, auch mit dem kalten Wasser. Man macht das, um die Stärke zu entfernen. Chips werden knackig sein und wenige Kalorien haben. Wenn Sie Chips für die Kinder kochen, wird es sicher nicht unnötig, weil die Stärke ein starkes Allergen ist. Jetzt soll man das Wasser verändern. Es ist noch unklar. Lassen Sie alles 5 Minuten ruhen und dann verändern Wasser noch einmal. Es soll kristallklar sein. Es ist ein Beweis der Abwesenheit der Stärke. Legen Sie dann Kartoffeln auf den Handtuch aus. Vor dem Braten sollen sie trocken sein. Natürlich, wenn Sie vorher schon nicht wollen. Während Kartoffeln sich trocknen, verbreiten Sie einen Kochtopf mit dickem Boden und gießen 500 ml Pflanzenöl darin. Je weniger ist Durchmesser, desto besser. Verbreiten Sie auch einen Teller mit dem Servietten, damit Sie Fett aufsaugen. Man braucht auch die Gewürze. Sie können alle nach Geschmack fügen, aber ich berate Ihnen nur Salz und schwarzen Pfeffer benutzen. Gleich haben wir die Zeit, Pfeffer zu mahlen. Stellen Sie eine große Schüssel für zukünftige Chips nebenbei, legen Sie ein paar Servietten darin. So, Kartoffeln haben sich ein bisschen getrocknet. Ich aber bedecke sie noch mit dem Handtuch, um restliches Wasser zu entfernen. Gut, minimale Temperatur für Chipsbraten ist 170 Grad Celsius. Je mehr, desto schneller, aber alles hat seine Grenzen. Um diese Temperatur zu erreichen, heizen Sie vorher Öl für 5-7 Minuten auf mittelgroßer Hitze. Braten Sie kleine Portionen für 3-4 Minuten und rühren gelegentlich. Die erste ist fertig, fügen Sie Salz und Pfeffer. Zwischenzeitlich beginnen Sie zweite Portion zu braten. Als überflüssiges Fett entfernt wird, geben Sie erste Portion in die Schüssel und zweite auf den Teller. Und so weiter. Lass uns reden. Von 8 Kartoffeln und einem halben Liter Öl haben wir solche Menge der Chips bekommen. Diese Chips sind 1 mm dick geschnitten. Sehr dünn und knackig, aber manche sind verdreht. Und diese sind 1,5 bis 2 mm dick. Für mich ist es eine optimale Variante. Jedenfalls, Sie haben die Wahl. Jetzt ein bisschen Mathematik. Für diese Produkte habe ich nur einen Dollar ausgegeben. Von einem Kilo Kartoffeln habe ich mehr als 200 Gramm hausgemachte Chips ohne Geschmacksverstärker bekommen. Lassen wir uns probieren. Was noch kann ich sagen? Das sind echte hausgemachte Kartoffelchips. Viel besser als im Supermarkt. Nebenbei gesagt, nach dem Braten Öl ist ziemlich klar. Deshalb können Sie es in den Plastikbehälter gießen und dann noch 3-4 Male benutzen. Wenn Ihnen dieses Rezept gefallen hat, Daumen nach oben. Und vergessen Sie nicht, auf meinen Kanal zu abonnieren, um neue Rezepte aus erster Hand zu erfahren. Bis bald!